Ja, Leute, was geht? Willkommen zum kleinen Video über Herbst. Das ist jetzt ein kleines Busted V2 Video zu Herbst und allgemein so ein paar Sachen über Herbst. Ich sage jetzt mal, in dem Video wird es auch noch eine andere Stelle geben. Also nicht nur die, wo er eigentlich schon eindeutig gebastelt ist. Und ich werde natürlich auch auf seine lächerliche Argumentation in diesem Sinne eingehen, dass er sagen würde, warum es legit wäre und seine Argumente dann natürlich auch widerlegen. So, als erstes einmal zitiere ich das jetzt einmal. Ich beruhe mich übrigens im Ganzen wieder auf das Zitatrecht und auf das Meinungsrecht, dass jeder seine freie Meinung äußern darf. Und ich werde jetzt einmal kurz einen Tweet von ihm zitieren. Und zwar, wenn ich jetzt eine BÜ machen würde und man nichts findet, dann wäre ich der kleine unschuldige Herbst. Juckt mich aber nicht und ich find's lustig, wenn Leute ankommen und einen vollheulen. Ach so, du findest es also lustig, diese Situation, aber beleidigst hier Leute oder sagst zu diesen Leuten, dass sie sich umbringen sollen, dass sie ihr Leben nehmen sollen. Und das sagst du ja nicht nur einmal, das sagst du hier auch noch ein zweites Mal. Ja, also ich spüre förmlich dein Lachen in mir drin. Ah, oh, weil die ganzen Kinder jetzt wieder ankommen werden. Ja, no homo, hä? Was ich an deinem Kanal Komzett auch übrigens sehr interessant finde, da ich natürlich auch schon sehr Kontakt mit dir damals hatte, du hast dich quasi immer über die Person gleich mit ihr beschwert, weil sie rote Thumbnails mit roten, also weil sie Thumbnails mit roten Kreisen gemacht hat. Und ja, man darf den Namen sagen. Einmal dazu, falls die, also gleich mit euch auch vollgeschwatzt hatte, irgendwann mal, dass man seinen Namen nicht in einen Titel verwenden darf. Das ist kompletter Quatsch. Ihr könnt den Namen gleich mit nicht patentieren lassen, weil das zwei alltägliche Wörter sind und auch in Kombination dazu kannst du den Namen nicht patentieren lassen. Also falls er euch da irgendwie mal angeredet hat, nur mal so an der Stelle. Du beschwerst dich über die, über gleich mit hast du dich mal beschwert, dass jetzt auch nur mal so nebensächlich, dass er rote Kreise macht, dass er ro alles rot umrahmt und man sieht in diesem Thumbnail und in diesem Thumbnail, ja, dass du es selber auch machst und machst du auch bei anderen und allgemein, wenn ich mir deinen Kanal mal angucke, kann ich jetzt einmal hier einblenden, dann finde ich es auch ein bisschen, naja, dieses Kanalkonzept ähnelt ziemlich einem gewissen YouTuber, Bad Wars, Hashtag Bad Wars, Hashtag 96, Hashtag Bad Wars, Hashtag 97, Hashtag Bad Wars, Hashtag 98 und so weiter und so fort. Ich meine, was ist das denn bitte für ein Kanalkonzept, in dem man einfach nur 100 Folgen normales Bad Wars bringt und drei Videos am Tag bringt, die einfach nur komplett nicht gecuttet oder ähnliches sind. Dieses Kanalkonzept von dir ist erstmal der größte Müll. Und ich kann da auch mal zu sagen, also dich guckt, glaube ich, eh keiner, also so ziemlich keiner, weil der Kanal wirklich ein ziemlich uninteressanter Kanal ist, weil ich will mir nicht jeden Tag irgendeine Runde Bad Wars angucken, von irgendeinem YouTuber, keine Ahnung, wenn da nicht mehr irgendwas drin passiert, sondern einfach nur eine Runde Bad Wars und der redet jedes Mal nur über das Ingame-Geschehen und nicht mal über ein anderes Thema. Also ja, jetzt erstmal hier soweit zu diesem Kanalkonzept. Das andere, was man bei ihm noch bemängeln kann, ist CW-Clips. Und zwar CW-Clips Hashtag 19, CW-Clips Hashtag 18. Das sind alles nur FCW-Clips. Er macht nicht mal Klammer auf, F, Klammer zu und dann FCW-Clips, obwohl alle Clips FCW-Clips sind. Es gab genug, ich sag mal, CW-Clips, wie er es nennen würde, wo nur FCW-Clips da sind und kein einziger CW-Clip dabei ist. Dann denke ich mir auch nur so, es gibt so wenig Leute, die, oder es gibt viel weniger Leute, die FCW-Clips gucken, als Leute, die CW-Clips gucken. Und das ist natürlich auch viel interessanter, jetzt CW-Clips anzugucken, anstatt FCW-Clips anzugucken. Und ja, deswegen finde ich das ein bisschen unnötig, dass du die Videos dann einfach CW-Clips nennst, wenn es nur FCW sind. Ich meine, wenn dann ein CW dabei wenigstens wäre, wenn dann wenigstens nur ein einziger CW bei wäre. Aber du hast halt einfach FCW-Clips, wo kein einziger CW bei ist. So, und weiter geht's mit den Tweets. Und zwar ist hier der erste Tweet von Herbst, den ich jetzt einmal zitiere. Also, er schrieb, und übrigens, ich wird oben mit Apostroph geschrieben, aber das war das wahrscheinlich eh nur die Zeichenbegrenzung, aber egal. Jetzt habe ich's. Wemme stand vor den 6K und es ging nichts mehr. Erstmal Bastet-Video machen, gibt Aufmerksamkeit. Und dann schreibt der lieber Legend Red Sirux, ich schätze mal ein Follower von ihm, habe ich ja auch gesagt, weil du halt derzeit im Hype bist. Gut, ich kann hier einmal kurz erstmal von mir einblenden. Ja, und wir sehen halt, mein Kanal ist wirklich einfach komplett tot. Mich guckt überhaupt gar keiner mehr. Wir sehen das hier, es ist gar keiner guckt mich mehr und das sehe ich ja hier leider. Das ist halt schade. Und da du ja derzeit im Hype bist, also mit drei Videos am Tag. Und natürlich, seht ihr, gucken sich das alle an. Und übrigens hatte dieser Skywatch-Hashtag 25 vor meinem Video nur 80 Aufrufe und jetzt hat es 260. Also man sieht auf jeden Fall allein hier am Kanal jeden Tag drei Videos und man sieht, du bist im Hype,
man feiert das, was du machst. 100 Folgen Bad Wars ist innovativ, interessant und sehen wir jetzt auch natürlich an den Zuschauerzahlen, dass sich viel mehr Leute auf jeden Fall für 100 Folgen pure Bad Wars-Spannung interessieren. Darum haben mich auch über 2000 Leute auf YouTube abonniert. Du retardetes Kind. Ich kann jetzt einmal kurz ein Video zeigen. In diesem Video sagte ich direkt am Anfang, schaut doch bitte mal bei Herbst vorbei, dafür, dass er geholfen hat, damals noch. Und er war der erste Link in der Videobeschreibung. Und ich glaube, so dieses Video, durch dieses Video hat er insgesamt ungefähr oder allgemein durch mich 40% seiner Abonnenten bekommen, die ihn jetzt nicht mehr gucken, weil jeder halt sieht, dieser Kanal ist lame as fuck. Aber ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen und jetzt erstmal zu Herbst-Ausreden kommen. Und zwar hat erstmal ein Herbst-Zuschauer geschrieben, ja, so ein Hit kann man halt mal bei 1er Ping bekommen. Die normale Minecraft-Range ist 3,2 im Sprinten, wenn du auf dem Zuschauer sprintest, etc. Natürlich als Fan habt etc. Aber diesen Hit kannst du nicht bekommen, weil du einen guten Ping hast und in diesem Fall bringt dir auch jegliche Sprint-Reset-Taktik wie W-Tab, 8-Block, S-Tab und ähnliches auch nicht weiter. So, nachdem ich dann geschrieben habe oder nachdem Herbst nachher geschrieben habe, hat, dass er geleckt hätte, habe ich geschrieben, ich habe die ganze Runde aufgenommen. Man sah in jeglicher Zeit in Tab deinen Ping und hat auch in-game gemerkt, dass du nicht geleckt hast. Und danach kam direkt seine nächste Ausrede. Und zwar sagte er, es wäre ein verspäteter Hit. Nachdem ich den Tweet gelesen habe, dachte ich mir auch erstmal, ja, auf jeden Fall ein verspäteter Hit, dafür müsstest du trotzdem immer noch innerhalb seiner Range sein. Und wenn ihr euch das Video komplett anguckt, dann seht ihr, dass der gegnerische Spieler nicht einmal in der Nähe seiner Range gewesen wäre und ein verspäteter Hit wäre erst dann, wenn du davor auch gegen ihn gekämpft hättest, also nicht gekämpft hättest, sondern wenn du zu irgendeiner Zeitpunkt in seiner Range gewesen wärst, also dass du ihn hitten konntest, was nicht der Fall war. Du warst seit die ganze Zeit nicht im Kampf, also kann es auch nicht sein. Oder du kannst ja natürlich behaupten, ja, das war der Hit vor 30 Sekunden, wo wir gekämpft haben, was natürlich auch sehr wenig Sinn ergibt. Du warst nicht in seiner Range und ein verspäteter Hit ist da eine sehr schwache Ausrede dafür, dass du nicht mal den anderen Block hochgejumpt bist und dass die Range komplett unmöglich war. Dazu könnt ihr euch einfach das erste Basti-Video angucken, worum es überhaupt geht, wenn ihr das nicht wisst. Aber ich wollte jetzt in diesem Video nochmal einen zweiten Basti über ihn zeigen. Und zwar beziehe ich mich da natürlich auf dem Zitatrecht. Und ich zeige euch jetzt gleich einmal kurz die Szene und werde dann erläutern, was denn da so sein soll. So, und zwar sind wir jetzt hier einmal bei der Szene angekommen, die ich meinte. Wir können uns das einmal kurz in Normal angucken. Wir werden gleich sehen, dass er hier gleich den One-Stack hochsprintet und ihn dabei hittet und dabei keinen Slowdown hat. Also normalerweise hat man beim Hochspringen ja einen Slowdown, er springt hier einfach ganz normal weiter hoch ohne den Slowdown. Das heißt, er hat Keep Sprint an. Das bedeutet, wenn der Gegner schlägt, kann er ganz normal den One-Stack weiter hochjumpen, weil der Slowdown nicht da ist. Wir können uns allgemein mal gucken, wie sein Knock ist. Also achtet mal genau auf das Knock und allgemein auch darauf, dass er Keep Sprint hat. Nämlich er schlägt den Gegner und geht dabei einfach ganz normal den One-Stack weiter hoch, obwohl man halt eigentlich den Slowness bekommen sollte. Also wir sehen jetzt hier, jetzt einmal kurz noch in 0,25, gucken wir uns das Video noch einmal kurz an, dass er hier noch ganz normal Hit bekommt. Bis hierhin ist alles ganz normal legit. Und jetzt gleich wird es echt ein bisschen extremst lächerlich, weil er bekommt jetzt hier. Okay, das war erst danach, okay. Das dauert jetzt gerade noch kurz ein bisschen. Er bekommt jetzt hier gleich den ersten Hit. Fliegt da jetzt auch schon relativ komisch. Bekommt so gut wie gar keinen Knock, bekommt jetzt hier einen Hit. Bekommt hier einen Hit. Bekommt hier einen Hit, springt dabei einfach weiter nach oben bei diesem Hit. Und ja, er springt einfach weiter nach oben mit Keep Sprint, bekommt hier auch überhaupt gar nichts mehr. Und das ist einfach komplett nicht möglich, was er hier macht. Da geht es mir gerade um diese Szene, wie er jetzt hier einen Hit bekommt und hier einen Hit bekommt und einfach weiter den One-Stack hoch sprintet. Als wäre einfach gar nichts gewesen. Er sprintet einfach ganz normal weiter den One-Stack hoch, hat auch Keep Sprint, weil immer wenn er den Gegner hittet, kann er ganz normal noch weiter auf den One-Stack hoch sprinten. Und ja, das ist jetzt auch mal so eine Szene, wo er schon gebastelt ist. Wir können uns jetzt einmal kurz die Szene angucken. Das ist auf jeden Fall zu 100% nicht legit, was er jetzt hier macht. Er bekommt jetzt hier einen Hit. Bekommt er jetzt hier noch einen Hit, bekommt da einfach gar kein Knockback, sondern springt einfach geradeaus, One-Stack hoch, Knock ist allgemein alles komplett nicht mehr im legitimen Bereich. Also Keep Sprint ist auf jeden Fall auch noch zu 100% da,
weil er den One-Stack hochsprintet und während er den One-Stack hochsprintet, springt er auch noch, während er den One-Stack hochgeht, schlägt er die Gegner und bekommt dabei keinen Slowdown, also ist das in diesem Fall auch Keep Sprint. Und weil ich gerade selber merke, dass ich gerade wirklich bei 10 Minuten 9 bin und das wirklich, ich kann euch versprechen, das ist kompletter Zufall, deswegen werde ich jetzt hier einfach noch so eine 3-minütige Montage oder so, was heißt die Montage, also einfach, wo er Raincheck drin hat die ganze Zeit, so nacheinander einblenden, ich werde das wieder einfach nicht monetarisieren, damit ihr dann nicht rumholen könnt, das ist genau über 10 Minuten, weil das ist wirklich, ich kann euch versprechen, das ist wirklich echt kompletter Zufall, dass es jetzt genau so 10 Minuten ging, deswegen werde ich das Video jetzt hier einfach nicht monetarisieren, deswegen müsst ihr gar nicht wegen der Zeit jetzt rumholen. What's there left to say? Throw your stones the river. Like me, it drifts away. I would watch you stare. I would watch you stare. Oh, but there's no one there. A time when we never left.